Einladung zum Cornwall-Vortrag. Der Naturschutzbund Osterode lädt ein. Ganz im Zeichen von Cornwall, Großbritanniens südwestlichstem Zipfel im milden Golfstrom, steht ein DIA-Vortrag beim NABU Osterode am Donnerstag, dem 22. November um 19 Uhr im Tillmann-Riemenschneider-Haus in Osterode, Fuchshaller Weg 79. Rüdiger Wohlers, Cornwall-Experte aus Oldenburg, wird seine Wahlheimat in allen Facetten vorstellen. Wohlers, hauptamtlicher Bezirksgeschäftsführer des NABU im Oldenburger Land, Kinderbuchautor, Dexter, der Dachs aus Cornwall und Vorsitzender des bundesweiten Bildungsvereins Freunde Cornwalls, wird darin jenseits der Klischees, wie er betont, auf die Natur und Kultur Cornwalls gleichermaßen eingehen. Jahrtausende alte Steinkreise und die wohl ältesten Hecken Europas werden ebenso eine Rolle spielen wie die zahlreichen subtropischen Gärten und malerischen Fischerdörfer und auch mit so manchem Klischee aufräumen. Dabei wird Wohlers, der 1995 die Partnerschaft des NABU Niedersachsen mit dem Cornwall Wildlife Trust auf den Weg brachte und gemeinsam mit seiner Frau in seiner Freizeit dort Touristen in deutscher Sprache durch besonders schöne Landschaften führt, auch viele praktische Tipps, insbesondere zu Wanderungen geben. Auch die NABU-geführten Busreisen nach Cornwall 2013 werden vorgestellt werden. Dieser Vortrag ist ein absolutes Muss für alle Cornwall-Fans. NABU Osterode e.V. Abgunst 1 37520 Osterode am Harz. Sparkasse Osterode. Bankleitzahl 263 51015. Kontonummer 804 99.